Veranstaltung nach den großen Ferien und ich finde mit einem ganz großartigen Autor und einem ganz großartigen Buch fangen wir an. Wir haben als Gäste hier Rainer Nietzsche und Rudrun Fröber, die Inhaber des Transit-Verlages, eines Verlages, bei dem ich immer gedacht habe, es sind viel mehr Leute, es sind tatsächlich nur zwei, die diesen Verlag betreiben und angesichts dieses großartigen Programms, wir haben ein paar Bücher auslegen, verwundert mich das wirklich, dass es nur so wenige sind. Und Rainer Nietzsche ist außerdem der Übersetzer dieses Buches. Ich freue mich, dass wir der Steffen Nowak Zeit hatte, heute Abend als die Stimme von Vukoma aufzutreten. Wir haben Steffen Nowak mit Anthony McCartney hier schon erlebt und mit Arnold Grünberg und es waren wirklich ganz tolle Abende. Wir haben vor einem halben Jahr angefragt und ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Ja, und ich freue mich natürlich vor allem über den Autor. Ich habe hier ein paar Zitate. Er gilt als bester Krimi der Saison, dieser Roman. Er ist auf der Krimi-Bestliste und auf der SWR-Literaturliste. Ich begrüße ganz herzlich den Autor, Herrn Vukoma. Vielen Dank, dass Sie da sind. When the book is being read in German, I can hear the music. Of course, I say, well, that's my music. but really, a book is only as good as its translation. So thank you. But it also turns out he got a lot of help from his son. anyway, thank you. So I wanted to begin by reading a short passage. I'm very much interested in music. And I found that in all my writing, from poetry to detective fiction and to more literary fiction, there is music, there's always a musician, there's always a dude with a guitar. And in fact, I just finished a novel where it's all about music. So as a way of I guess, for me to connect to all, to give you a sense of a bite of force that drives my writing. Now to read a passage, where Ishmael, the main character, who is African-American, has come to Kenya to further his investigations. Mm-hmm. And then he's met by his counterpart, a Kenyan detective by the name of Odhiambo, whom everybody calls O. And they go to, he takes him to a shady bar where they first eat a lot of nyama choma, and they're drinking beer. And then in Kenya we have what's called a one-man guitar. That's literally just a one-man guitar who goes and plays. And it's very, very popular. So they're waiting for him to come, so I'll read from there. It had taken about two hours to fill all in. Soon, after I had finished my story, a man walked into the bar carrying a guitar. He and the bartender yelled back and forth for a while. He had been supposed to come at 10, or explained, for one-man guitar. I was very tired, ready for sleep, but I didn't want to leave before hearing some music. As the man finally made his way to the stage, I noticed that I was breathing hard and that my hands had balled themselves into fists. I felt incredibly anxious, as if my life depended on the music that this man would play. It was as if I was on the verge of a panic attack. Then, without any introduction or fanfare, the man looked straight at me and said, halt in English, "This for my black brother. Remember black brother, tea bartender, and I well." His small speech over, he started tapping the guitar with his hands so that the sound came at the tail of his laughter. He sounded like a one-man drum machine. And then he stopped so that the silence in the bar almost became a song. The soft mutterings of the drunks, the hot wind blowing through the doorway, the sound of teeth tearing meat from bones, and the clatter of glasses and bottles. I felt like I was being lifted out of myself, but before I was completely gone, sounds that were half blues and had something else brought me back. His hands were a blur, his feet furiously tapping dust high into the air, as the yellowish light from the kerosene lamp bathed in the cold. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange von vorne an, weil bei einem Kriminalroman darf man ja auch nicht zu viel verraten.
Eine schöne Blonde ist tot. Eine schöne Blonde war tot und der Verdächtige, mein Verdächtiger, war ein Afrikaner. Ich war auf dem Weg nach Afrika auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Je nachdem, was ich rausfand, wäre er geliefert oder ein freier Mann. Wie Sie sich denken können, war die Sache ziemlich dringend. Wie oft hatte ich über Afrika nachgedacht? Nicht sehr oft, fürchte ich. Ja, ich wusste was von Afrika. Schließlich war es das Land meiner Vorfahren. Ein Land, nach dem ich mich irgendwie sehnte, ohne wirklich dahin gehören zu wollen. Ich könnte es auch so sagen. Die amerikanische Seite in mir hielt es für das Land der Kriege, des Hungers, der Krankheiten und des Drecks. Auf der anderen Seite war es meine schwarze Haut, die mich dorthin zog. Wie oft also hatte ich an Afrika gedacht? Nicht oft. Nicht wirklich. Trotzdem war es eigenartig, dass ich mich jetzt im Flugzeug auf dem Weg nach Afrika von Weißen geradezu umzingelt fühlte. Die Passagiere, die Kabinencrew, die Piloten. Es war Anfang Mai und wie ich aus Gesprächen um mich herum mitbekam, waren meine Mitreisenden Geschäftsleute, Touristen und Jäger aus Texas. Das Übliche, vermutete ich. Ich schaute nach draußen, sah den Vollmond auf der Spitze der Tragfläche schweben und mit kindlicher Fantasie konnte man sich vorstellen, er hätte sich gerade einen Freiflug besorgt. Wir flogen so mit dem Mond auf dem Flügel eine ganze Weile, bis uns der Pilot in jenem einwandfreien englischen Akzent, den wir alle mit absoluter Effizienz verbinden, die bevorstehende Landung ankündigte. Der Mond hüpfte in den Himmel zurück, als wir die Wolken durchstießen und unten erblickte ich eine Insel voller Lichter, umgeben von absoluter Dunkelheit. Dann landeten wir und alle klatschten. Ich war müde und leicht angetrunken von dem zweiten Budweiser, das die Crew mir angeboten hatte und so, ein bisschen beschwipst, betrat ich zum ersten Mal Afrika. Am Zoll zeigte ich kurz meinen Pass und den Dienstausweis. Der Beamte schenkte nicht einmal meinem Waffenschein einen zweiten Blick, schüttelte nur seinen Kopf und sagte, ihr Amerikaner, ihr seid Fanat in eure Waffen, ne? Und dann winkte er mich durch. Ich hatte nichts dabei außer dem Handgepäck und so fand ich mich sehr schnell außerhalb des Flughafens auf einer Art Markt wieder. Einem schreienden, hektischen Pulk von Menschen, die Zeitungen, Telefonkarten und sogar gekochte Eier verkauften. Mit einem Mal war ich von Schwarzen umzingelt und gerade aus dem Flugzeug voller Weißer gestiegen, fühlte ich gleichzeitig Erleichterung und Panik. Als ob ich in einem Tarnanzug steckte, allerdings einem sehr schlechten Tarnanzug, denn mit meinen 1,92 Meter und 200 Pfund überragte ich alle gern Truppen. Die Leute hier waren klein und schlank. Und ich fühlte mich maßlos schwer, als hätte ich einige Körperteile zu viel. Doch es waren nicht die Menschen, die mich wie angewurzelt stehen ließen. Es war die Hitze. Eine Hitze, die einen heißen Sommertag in New Orleans wie einen milden Frühlingstag aussehen ließ. Feucht, schwer und salzig. Eben die Nairobi-Hitze. Ein Taxifahrer.